Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, schönen Frosch im Hals, zu einem neuen Video. Wir haben ja, ich denke mal, ich werde die hintereinander machen, im letzten den PC-Controller von Easy SMX ausgepackt. Testen werde ich ihn gleich. Und zwei Tage später kam dann das nächste, weil ich habe ja gesagt, eigentlich sollten ja zwei kommen. Da richte ich euch jetzt mal nach unten. Ich habe den schon im Livestream einmal so ein bisschen ausgepackt. Also ich weiß schon, wie geil der aussieht. Also wieder typisch Easy SMX. Und dann haben wir hier praktisch, hier haben wir dann einen QR-Code und hier welches Modell? Ich habe den VG-C032. Und dann ist halt hier auf der Seite ist halt das Logo. Und hier unten steht Game Controller. So. Kann man das für den Müll. So. Der ist jetzt für die Switch. Ja. Da ist auch kein USB-Stick mit bei oder so. Wir haben einen ganz normalen USB-Kabel zum Laden. Auch wieder USB-C. Was ich sehr geil finde. Und jetzt kommt der Controller. Ich bin mal gespannt, ob die Switch den auch gleich erkennt und alles drum und dran. Weil wir haben ja auch, ich habe ja meinen PlayStation-Controller an der Switch, aber da muss ich mit so einem kleinen Dongle arbeiten. Wenn der jetzt richtig erkannt werden würde, wäre das super, dann hätte ich zwei Controller, dann könnte ich mit der großen vernünftig spielen oder hätte drei mit dem Aufsetzen von der Switch dann halt. So, das ist er, der ist, ich zoome mal ran. Ein Stück raus. So. Der ist im Matrix-Style, wie ihr seht. Wartet mal, ich mache mal das Licht hier aus. Dann sieht man den vielleicht. Nee, machen wir das Licht aus. Und das Licht an. Dass das Grüne vielleicht ein bisschen besser zur Geltung kommt. Na egal, man sieht es von beiden Seiten nicht so schön. Ich muss ein bisschen näher rankommen. Da sieht man vielleicht ein bisschen besser so. Der sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Mit diesem Matrix-Look. Auch wieder dunkle Tasten und dann halt die Buchstaben sind dann da drinne. Sieht man ja wieder. A, B, X, Y. Ist das bei dem... Können wir gleich mal mit vergleichen. Das bei dem PC-Controller bzw. Xbox-Controller genauso. Ist auch ziemlich leicht. Ja. Nee, hier ist es verdreht. Hier ist es verdreht. Also wir haben bei dem PC-Controller haben wir hier A, B, X, Y. Und bei dem Switch-Controller haben wir A, B, X, Y. Ja, ist ja auch klar, weil die Switch hat ja, ist ja bestätigen immer hier oben und da, deswegen habe ich bei mir das umgeändert. Ich habe dann nämlich auf B gemacht. Dann haben wir hier einen Knopf, ja, mit einem Kreis in der Mitte. Das könnte für Fotos sein. Der Home-Button für Fotos plus minus. Steuerkreuz, die Analogsticks sind genau gleich. Auch hier hinten haben wir wieder diese geriffelte. Das ist wirklich gut geriffelt. Ja, hört er das vielleicht? Also keine scharfen Ecken, Kanten oder irgendwie. Wir haben halt nicht die Tasten hier hinten, wie bei dem PC-Controller. Wir haben hier R und ZR. Genau wie L und ZL. Also Switch-mäßig.
Aber der liegt wirklich gut in der Hand. Ich bin nur gerade ein bisschen gewalttätig zu ihm. Kein Knarren, kein Knatzen. Nee, da geht mir die Kraft aus. Also das, und dann die Beschichtung hier vorne, die ist so gummiert. Die fässt sich nicht richtig gummimäßig an, aber so ein bisschen gummiert fässt die sich an. Voll cool. Ja, Entschuldigung, das ist meine Katze. Also fässt sich richtig cool an. So, jetzt machen wir ihn mal an. Und dann seht ihr, auch dieser leuchtet. Ich mache auch mal den PC-Controller an, dass ihr das mal so seht. Na, bleibt mal an. Ja, also sind beide sehr, sehr schöne Geräte. Hier bei dem leuchtet halt Y blau und X gelb und beim PC-Controller X blau, Y gelb, A grün, B rot und hier sind halt B grün, A rot. Aber er liegt gut in der Hand. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt, ob die Switch den werden wir gleich als erstes machen, ob die Switch den gleich erkennt. Und dann werden wir mal ein Switch-Spiel spielen damit. Und dann gucken wir uns mal an, so, wie er sich schlägt. Ich muss dann aber auf jeden Fall noch mal bei der Switch die Steuerung umändern. Ich habe ja A und B vertauscht. Das mache ich dann rückgängig. Ich habe auch keine scharfen Ecken, Kanten, nichts steht über. Also Qualität, also ist super. Und der liegt halt wirklich sehr gut in der Hand. Die hinten, die sind mir ein bisschen zu leicht. Aber das kann auch sein, weil ich bin jetzt den PS5-Controller so sehr gewöhnt. Sind die gleich? Sind genau die gleichen. Ja. Ich bin den PS5-Controller mit diesem haptischen Feedback so sehr gewöhnt, dass die normalen, auch PS4-Controller, mir alle immer sehr leicht jetzt vorkommt. Also das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Ich guck gerade nach. Also wenn ich L1 und L2 gedrückt halte, geht das Licht hier automatisch an. Müssten wir mal gucken, ob das irgendwie was zu bedeuten hat. Muss ich da mal eine Anleitung gucken, weil irgendwie muss der das wahrscheinlich auch heller oder dunkler machen können, rein theoretisch. Da gucke ich aber erstmal in Anleitung nach. Erstmal koppeln wir und ich lese ein bisschen Anleitung. Wir sehen uns gleich wieder zum Hardware-Video. Jetzt haben wir ausgepackt. Jetzt bin ich auf den Test gespannt. Wir sehen uns gleich. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin.